Oh, ich dachte, ich wäre runtergefallen. Okay, jetzt wollte ich mal gerade nachgucken, was da kam. Okay. Kennen wir zur Beta-Anmeldung von Project Zomboid. Ich schaue aber nicht zurück, weil ich bin jetzt hier am Aufnehmen. Ich will mal für einen Checkpoint. Komm her. Ja, danke schön. Fuck, ohne Akku. Ich habe jedes Mal das Verlangen, mich hier hinten drin zu drehen. Ich weiß nicht warum. Eigentlich sollte ich jetzt alle Kisten haben. Eigentlich. Eigentlich. Ich habe dann die eine Kiste im Zusatz und Bonus unten Dingens gedacht. Gehen wir diesmal das Risiko nicht ein. Nervt! Ja, wir haben's. Geil. Yes. Ave Some. Würde ich da mal sagen. Ein bisschen Getränk habe ich noch. Ruination. Ah, okay, wir speichern erstmal. Oh, das sieht so gut aus, ey. Wir haben schon bisher fast alles. Also wir müssen nicht mehr zurück, weil wir da schon alles haben. Das ist der Burner. Ah. Und ich freue mich schon auf die Fluglevel. Ich liebe die Musik in dem Fluglevel. Die ist so geil. So, Ruination und Beheading. Ruination mal zuerst. Gibt's auch zwei Edelsteine. Einmal die Kisten und einmal, schätze ich mal, Totenkopfblatt. Nee, Quatsch, grüner Edelstein. Barz. Aber hier ist die Nitro-Kiste. Boah, hätte ich mich nicht gedreht, wäre es nicht passiert. Ich sehe nichts. Ein Checkpoint, das ist schon mal gut.
eigentlich drauf gelandet? Eigentlich. Okay, hier sind Nitro-Kisten. Hallo, Mr. Turtle. Ah, ich weiß jetzt nicht, ob ich das probieren soll oder nicht. Ich mach's mit dem grünen Edelstein. Okay. Oh ne, nach vorne geht ja gar nicht. Nochmal nach vorne. Nein, ich bin zu weit. Fagne. Von ganz Anfang an, ne? Nee, doch nicht. Komm, ich probiere das einfach mal, weil da waren jetzt keine Kisten. Fuck. Ich weiß nur nicht genau, wo das war. Aber das müsste man ja eigentlich sehen. Da bei der Maske bestimmt. Ich probiere das einfach mal. Machen wir hier erstmal. Okay, falls man das vielleicht. Vielleicht kann man das ja erkennen, wo das ist. Nee, nicht so wirklich. Wow, was war das denn? Er hat auf einmal voll beschleunigt, der Kerl. Ich krieg die nicht kaputt. Jetzt aber. Na komm, mach deinen Bauchklatscher. Ich dachte, der wäre ein bisschen nach vorne versetzt, aber der war doch mittig. Da hat man gerade was gesehen. Also ich schätze mal schon, dass das da bei der... ...bei der Maske ist. Scheiße. Ach komm. Ich bin gerade noch was am Schreiben. So, jetzt bin ich wieder dabei.
Ja, Schulz. Ich hatte eben besseres Timing. Okay, ich bin immer noch in dem Zusatzlevel. Hätte ich mir eigentlich auch denken können, weil ich den Edelstein noch nicht hatte, aber da war ich gerade ein bisschen blöd für. Nee, da wäre ich auf keinen Fall hingekommen. Was habe ich denn da gesehen? Was ist, wenn ich mich jetzt sterben lasse? Müsste ich eigentlich wieder da rauskommen, ne? Waren ja keine Kisten? Genau, sehr gut. Kann natürlich auch sein, dass bis dahin auch keine Kisten waren, aber normalerweise müssten wir... Ne, da vorne sind Kisten, okay. Wir hätten zurücklaufen müssen. Der geht nicht mehr. Der sollte sich eigentlich wieder aufbauen. Einiges verpasst hätten wir da. Hey! Sehr schön. Oh mein Gott. So scheiße. Ich mag diese drehenden Dinger nicht. Hier auf jeden Fall erst den Checkpoint. Vielleicht mit der Maske. Gut. Die Maske kann man nicht unbedingt. So ist gut. So, jetzt bloß nicht sterben. Der ist ja cool im Hintergrund. Den mag ich. So. 84 hört sich... Ja, hört sich gut an. Sehr schön, nächstes Level fertig. So, ich speichere gerade nochmal und danach kommt dann Be Having und danach
kommt schon der vorletzte Boss. Und dann kommt der letzte Warp Room. Warp Room. Auch nicht schlecht. Drei Viertel vom Spiel haben wir auf jeden Fall schon mal geschafft.